Ja, dann herzlich willkommen zurück zu unserer spannenden Podiumsdiskussion. An dieser Stelle möchte ich mich auch einmal noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Patrick Dolle und ich werde zusammen mit meiner Kollegin Ulrike Ripke Sie nur durch den zweiten Teil der Podiumsdiskussion begleiten. Und vor der Pause haben Sie ja nun schon einiges zum Thema Klimafinanzierung gehört. Ab jetzt wollen wir uns aber mit den besonderen Bedingungen der Klimafinanzierung für den globalen Süden beschäftigen und auch in diesem Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung. Ich möchte Sie, liebe Gäste, noch einmal darauf hinweisen, dass Sie am Ende dieses Blocks 30 Minuten Zeit für Fragen haben. Also notieren Sie sich die gut oder merken Sie sich. Und genau, da der erste Teil ja nun doch etwas abstrakt war und vielleicht auch manchmal ein bisschen kompliziert, möchten wir in diesem Teil nun erst einmal Herrn Kaiser bitten, uns vielleicht ein konkretes Beispiel zu geben, wie Finanzierung im Klimaschutz oder von Klimaprojekten im Globalen denn nun konkret aussieht. Können Sie uns das vielleicht kurz skizzieren mit den Besonderheiten, den Herausforderungen? Gerne, mache ich natürlich gerne. Ganz kurz einfach die Sonderheiten rausarbeiten. Genau, also vielleicht einfach ein kurzes Wort über das Programm, für das ich arbeite. Und da kann man, glaube ich, ein gutes Beispiel dran auch festmachen. Und dann noch kann ich noch was zu den Herausforderungen sagen. Also ich arbeite als Berater bei der GIZ, das ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, quasi die der technische Arm der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Und ich arbeite in einem Programm, das nennt sich Climate Finance Readiness Program, und das beschäftigt sich hauptsächlich damit, dass wir 15 Partnerländer, in denen wir arbeiten, dabei unterstützen, Klimafinanzierung umzusetzen. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass wir ihnen helfen oder sie dabei unterstützen, Pläne für die Flüsse von Klimafinanzierung in ihren Ländern zu entwickeln. Da habe ich gleich noch ein Beispiel für. Das heißt auch, dass wir helfen, Zugang zu diesen Mitteln zu bekommen. Also wir sprachen anfangs schon von diesem teilweise schwierigen Zugang zu diesen internationalen Pötten, die da existieren oder Mechanismen, die existieren. Das heißt aber auch, wenn mal Zugang zu diesen Mitteln geschaffen ist, wie diese am effektivsten und effizientesten verwendet werden könnten. Das ist ein weiterer Bereich, mit dem sich unser Programm beschäftigt. Und dann natürlich auch, was aus unserer Perspektive ein ganz wichtiges Element ist, ist auch die Einbindung der Privatsektoren in diesen unterschiedlichen Entwicklungsländern. Also wir sprechen immer von diesen ganz, ganz großen Zahlen und wie viel Geld fließt da wo. Und ich denke, es ist auch sehr weit anerkannt, dass auch die Privatwirtschaft auch in den Entwicklungsländern da wichtige Beiträge leisten kann zu den unterschiedlichen Aktivitäten. Was heißt es jetzt ganz konkret? Also wie gesagt, unser Programm arbeitet in 15 Ländern. Ich betreue speziell 4 subsahara-afrikanische Länder. Ein ganz konkretes Beispiel ist zum Beispiel in Uganda, dass wir jetzt, wie gesagt, unser Programm gibt es seit 2013, also auch Uganda betreuen wir seit 2013. Ich sage betreuen, aber wir arbeiten dort mit unterschiedlichen Organisationen zusammen. Und die Ausgangslage war quasi seinerzeit noch, dass der Green Climate Fund für das Land ziemlich neu war, aber gleichzeitig auch großes Interesse geweckt hat. Und das Interesse war, Zugang zu diesem Fonds zu bekommen. Und wir haben dann quasi das Finanzministerium hauptsächlich in 2 unterschiedlichen Themenbereichen unterstützt. Der erste Themenbereich ist, gewisse nationale Prozesse aufzubauen, die dem Land helfen sollen bei der Identifizierung von Projekten, bei der Entscheidungsfindung über Projekte und wie quasi diese Entscheidungen dem GCF kommuniziert werden. Das ist quasi ein Strang, wo wir das Finanzministerium seit 2013 unterstützen. Und ein zweiter Strang ist auch, dass wir eine nationale Organisation dabei unterstützen, direkt Zugang zu diesem Fonds zu bekommen. Wie vorhin erwähnt, die Länder haben quasi die Option, Institutionen in ihren Ländern beim Fonds akkreditieren zu lassen, die dann direkt Zugriff auf diesen Fonds bekommen können. Das ist nicht die einzige Option. Länder können auch mit internationalen Organisationen, wie wir vorhin schon gesagt haben, zusammenarbeiten, um an diese Gelder zu kommen. Aber sie können auch direkt Zugang erlangen. Und das ist oftmals ein sehr schwieriger und steiniger Weg, dieses Verfahren quasi bei diesem Fonds akkreditiert zu werden. Und wir begleiten quasi eine Institution dabei. Also das ist das Beispiel Uganda mit seinen 2 Themenfeldern. Wenn ich dann noch ein anderes Beispiel rauspicke, was ganz anders ist, aber was ich auch
in der Essenz mit der Planung für Klimafinanzierung beschäftigt, oder ist zumindest ein Teilaspekt davon, ist Tansania. Tansania unterstützen wir bei dem nationalen Anpassungsprozess. Auch das ist ein Prozess, der oftmals in diesem Kontext der internationalen Klimaverhandlungen genannt wird. Und wir unterstützen das Vice President's Office, das sich vor Ort mit diesen nationalen Prozessen beschäftigt, eben bei jenem Prozess mit dem Hintergedanken, dass dieser Prozess hilft, im Land die Vulnerabilitäten zu identifizieren, also wenn Klimawandel das Land trifft, wo trifft es am härtesten und wie trifft es, auf welche Art und Weise trifft es den Agrarsektor oder trifft es Straßen oder trifft es andere Aspekte der Infrastruktur, und dann quasi in Betracht zu ziehen, okay, wenn das unsere Vulnerabilitäten sind, wie können wir darauf reagieren, wie können wir uns davor schützen oder eine Resilienz gegenüber diesem Klimawandel aufbauen. Und dafür, in diesem Kontext, gibt es eine Planung, die das Land durchführt, die nationale Anpassungsplanung. Und hinter dem Gedanken stehen dann natürlich auch die Anfrage nach Finanzierung. Also schlussendlich kommen dann natürlich Aspekte raus, die aufzeigen, okay, hier in diesem Sektor benötigen wir Finanzierung, da haben wir nicht genügend nationale Mittel, um Klimawandelthemen anzugehen. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo zum Beispiel ein Projektantrag für einen Klimafonds oder Marktmechanismen oder was auch immer dann die wirkungsvollste Methode ist, zu greifen kommen könnte. Also das Tansania und Uganda sind quasi so zwei sehr unterschiedliche Beispiele, an denen wir arbeiten und wo unser Programm quasi diese Länder und Institutionen unterstützt. Sie hatten auch nach den Herausforderungen gefragt. Ich denke, es ist schwierig, allgemeingültige Aussagen über die Herausforderungen zu machen. Ich kann es trotzdem dennoch versuchen. Also ich denke, eine Herausforderung ist sicherlich, dass auch in Entwicklungsländern Klimawandel oftmals nicht die erste politische Priorität ist. Das muss man ganz klar anerkennen, und das ist natürlich auch, es ist natürlich nicht nur in Entwicklungsländern so. Diese Wichtigkeit, die Klimawandel hat und die Auswirkungen, die Klimawandel hat, auf alle Maßnahmen, die in einem Land passieren, auf alle Politikentscheidungen, die in einem Land passieren, sind einfach oftmals nicht der Fokus der wichtigsten Ministerien oder der wichtigsten Entscheidungsträger. Also das ist, denke ich, eine ganz generelle Herausforderung, von der man steht. Eine zweite Herausforderung, denke ich, ist auch einfach die internationale Klimapolitik so ein bisschen an sich. Wir haben vorhin schon und wir sprachen auch gerade davon, diesen ganzen Akronymen, die heute schon gefallen sind, gesprochen. Da geht es um Nationally Determined Contributions, also Beiträge, die die Länder machen. Da geht es um nationale Anpassungsplanung, der NAPS, da geht es um den GCF, da geht es um CDM, da geht es um JI, da geht es um NAPAS, also alle möglichen Begriffe, die es da gibt und Prozesse, die da existieren. Das sind Prozesse, die auf der internationalen Ebene laufen, die aber dann auch, wo sich Entwicklungsländer daran versuchen, diese in den Ländern bei sich umzusetzen. Und das ist oftmals an sich auch schon eine Riesenherausforderung, weil es einfach so viele unterschiedliche Themen gibt, die man bedienen kann oder sollte oder muss auf irgendeine Art und Weise. Und das ist nochmal eine wichtige Herausforderung. Wenn man dann aufs Land guckt, also jetzt quasi so die dritte Baustelle vielleicht oder die dritte Herausforderung, eine Riesenherausforderung ist natürlich, Umweltministerien erkennen oftmals an, dass Klimawandel ein wichtiges Thema ist, das sie mit einer gewissen Priorität behandeln müssen. Aber sieht das ein Finanzministerium genauso? Sieht das ein Planungsministerium genauso? Sehen das Sektorministerien genauso? Das ist oftmals die Frage und die Erfahrung, die wir gemacht haben, nicht unbedingt. Und dann ist natürlich die Herausforderung, wie kriegt man diese Institutionen dazu, zusammenzuarbeiten? Oder welche Anreize haben diese Institutionen überhaupt, zusammenzuarbeiten und sich zu koordinieren, um quasi eine kohärente Klimapolitik umzusetzen und Klimafinanzierung in diesem Kontext fließen zu lassen? Und dann vielleicht die letzte Ebene, wenn man ganz speziell jetzt auf den GCF guckt, ich hatte es anfangs schon erwähnt, ein direkter Zugang zu dem GCF ist weiter für viele Entwicklungsländer einfach wahnsinnig schwierig. Es gibt diese Option, es gibt den Fonds, aber wie Länder dann wirklich mit ihren Projekten an diese Gelder herankommen, ist einfach ein
ist einfach ein sehr schwieriger Aspekt, ein sehr langwieriger Prozess, wo man durch viele administrative Hürden springen muss. Können wir gerne auch im Detail nochmal drauf eingehen, aber das an sich ist quasi auch nochmal ein schwieriger Prozess, wo wir mit unserem Programm versuchen zu unterstützen. Ja, Sie haben es jetzt am Ende ja auch kurz selber angesprochen, dass es eben oft dann in Ländern des globalen Südens vielleicht an den Strukturen fehlt, an den politischen, um eben solche komplizierten bürokratischen Abläufe überhaupt stemmen zu können. Und Sie haben ja schon gesagt, dann geht es dann oft um Capacity Building, also um die Ausbildung, auch gerade dann in Ihrer Organisation, der GIZ. Ja, gibt es da noch andere spezielle Bemühungen, die Sie jetzt leisten könnten, oder um sozusagen die Akkreditierung, um da behilflich zu sein? Ja, also oftmals sind es gibt dann quasi gewisse Themenblöcke, ne, von denen ich einige gerade schon genannt habe, wo man sagen könnte, okay, das sind Angriffspunkte, da sieht man oder Anknüpfungspunkte, wo man nicht genau sieht, wie sich das zum Beispiel auf ein sehr, also zum Beispiel die Koordination von einem Umwelt- und einem Finanzministerium, wie wirkt sich das auf den Zugang zum GCF auf? Das ist oft erstmal nicht wirklich offensichtlich. Und ich meine, das ist in jeder Regierung wäre das wahrscheinlich ähnlich, ne? Also da kann man wahrscheinlich auch Deutschland als Beispiel nehmen, dass diese Verbindungen oftmals nicht offensichtlich sind. Aber quasi diese Institutionen dazu zu bringen, dass sie sich Anreize schaffen, wie sie zusammenarbeiten können, ist zum Beispiel einfach ein wichtiger Stellhebel, ne? Diese Aspekte der Kooperation. Wie unterstützt unser Programm? Also wir machen ganz unterschiedliche Sachen und wir orientieren uns primär daran, was die Partner von uns fordern. Also wenn sie sagen, wir wollen keine weitere Strategie entwickeln, das stellen wir am Ende sowieso nur ins Regal und das bringt uns nichts. Wir wollen wirklich Projekte entwickeln. Wir wollen ein Training, wie man gute Projekte entwickelt. Dann versuchen wir quasi mit unseren Maßnahmen, solche Aktivitäten im Land zu unterstützen oder mit durchzuführen. Andere Aspekte sind einfach auch der Austausch, der klassische Süd-Süd-Austausch, sage ich mal, wo andere Länder, zum Beispiel Kenia, die haben eine national akkreditierte Organisation für den GCF oder auch Namibia, wo dort Chancen bestehen, dass sich diese Erfahrungswerte aus dem Süden quasi mit anderen Ländern im Süden getauscht werden. Das ist auch nochmal was, wo wir aktiv sind. Genau, das ist also im Prinzip, wie gesagt, wir arbeiten in 15 Ländern, da gibt es wirklich einen ganzen Blumenstrauß an unterschiedlichen Capacity-Development-Maßnahmen. Ja, vielen Dank schon mal für die Ausführung. Ich hätte da noch eine andere Frage, was den Green Climate Fund angeht, die würde ich gerne an Herrn Kowalczyk richten. Und zwar wurde ja eingangs auch schon erwähnt, dass ja ein neuer Aspekt auch die souveräne Ausgestaltung der Maßnahmen sein soll und weniger Geberdominanz. Wir haben jetzt ja aber gehört, dass dieser ganze Akkreditierungsprozess doch recht kompliziert ist und bislang sind nun mal vor allem internationale Organisationen dort zugelassen. Und ist das dann nicht ein ganz essentieller Widerspruch zu diesem Ansatz des Ownerships auch, also der Übernahme von Eigenverantwortung in den Zielregionen? Nee, das würde ich nicht sagen. Ich sehe das auch, oder wir sehen auch das Problem, dass es vor allen Dingen die multilateralen Entwicklungsagenturen, aber auch zum Beispiel GIZ oder KfW sind, die sich da akkreditieren, um Gelder abzugreifen und dann damit natürlich auch Projekte zu machen. Die haben natürlich auch den angenehmen Nebeneffekt haben, dass damit auch die Strukturen dieser Agentur natürlich auch finanziert und aufrechterhalten werden. Und dieses Problem, dass in der Entwicklungszusammenarbeit das wenige Geld, was man hat, auch häufig bei teuren Experten sozusagen landet, anstatt wirklich vor Ort, das ist ja ein Kritikpunkt an der Entwicklungszusammenarbeit, der gilt ja ganz allgemein und der gilt natürlich auch für den Green Climate Fund. Jedenfalls dann, wenn es tatsächlich Agenturen sind oder Institutionen, die nicht in dem Land selber verortet sind. Einerseits so. Andererseits brauchen wir natürlich auch strenge Zugangsmodalitäten. Wir müssen sicherstellen, dass die Agenturen oder Institutionen, die dann nachher die Projekte umsetzen, die müssen das ja auch können. Also die müssen von ihren Kapazitäten dazu in der Lage sein. Sie müssen mit dem Geld gut umgehen können, dass das Projekt auch wirklich funktioniert, dass da nicht Gelder verschwinden oder dass da irgendwie unsauber gearbeitet wird, also schludrig vielleicht, weil da irgendwie so die Expertise fehlt. Das ist ein Riesenproblem. Und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist der, dass dieses Geld so knapp
es ja ist, möglichst effizient eingesetzt werden muss. Und die Regierungen, die dann das Geld bekommen, um es einzusetzen, müssen ja sozusagen auch theoretisch, das passiert in vielen Ländern nicht ausreichend, Rechenschaft gegenüber ihren eigenen Bürgern ablegen. Was machen sie eigentlich mit dem Geld, was sie von internationalen Gebern oder dem Green Climate Fund bekommen? So. Und da ist es uns natürlich ganz wichtig, wir gucken ja vom Menschen aus, der sozusagen von solchen Projekten profitieren soll, dass sozusagen die Regierung dieses Geld auch möglichst wirksam auch einsetzen kann. Und dann ist es einfach wichtig, dass nach gewissen auch fiskalischen Standards mit dem Geld gehaushaltet wird und das sinnvoll eingesetzt wird. Und da müssen dann diese Agenturen oder Institutionen eben über diese Hürden springen, einerseits. Andererseits ist es natürlich auch richtig, und da kommt dann auch dieses Readiness-Programm natürlich ins Spiel, wo Sie sozusagen engagiert sind, dass man sagt, wir können nicht einfach nur sagen, ja, wenn ihr das nicht könnt, dann kriegt ihr das Geld halt nicht, sondern wir müssen im Gegenteil diese Länder aktiv darin unterstützen, diese Kapazitäten aufzubauen, damit sie das dann können. Und das hat auch noch den Vorteil, dass der Klimawandel wird uns ja noch viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte beschäftigen. Das heißt, in diesen Ländern, wir fangen ja gerade erst an mit Anpassung und Klimaschutz. Das ist ja nicht, wir sind ja nicht bald fertig damit. Das heißt, da wird noch viel mehr passieren müssen und wir müssen in den Aufbau der Strukturen in diesen Ländern ganz viel investieren. Und wenn dann die Zugangskriterien für diesen Green Climate Fund dazu führen, dass diese Länder diese Kapazitäten auch aufbauen, weil sie Interesse haben, an das Geld zu kommen, dann ist das eigentlich eine ganz gute Entwicklung. Sie muss aber eben unterstützt werden und darf auf keinen Fall als Entschuldigung gewählt werden, zu sagen, dann nehmen wir doch die multilateralen Entwicklungsbanken oder UNEP oder UNDP oder die KfW, die dann diese Projekte umsetzen, anstatt in diese Länder zu investieren. Das würde immer dazu führen, dass diese Länder institutionell und von ihren Kapazitäten immer weiter abhängig bleiben von diesen Institutionen, multilateral oder bilateral aus dem globalen Norden oder so. Das muss natürlich, da müssen wir ran. Also insofern würde ich das nicht, ich sehe es als großes Problem, dass es vor allen Dingen in den Ländern selber, dass dort die Institutionen entstehen oder nicht schnell genug. Da muss also mehr investiert werden. Deswegen ist das Readiness-Programm wichtig. Da muss aber noch viel mehr gemacht werden natürlich. Aber ich würde das jetzt nicht an sich sozusagen als strukturelles Problem ansehen. Und noch eine letzte Sache, die ist dann so ein bisschen sozusagen aus dem Blick eines Geberlandes gesehen, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird. Und dazu erfordert es halt gewisse Expertise, Fähigkeiten, Kapazitäten. Ist auch insofern in unserem Interesse, weil wenn ich dem Bundestag erkläre, hier wird Geld eingesetzt, das wird aber nicht besonders effizient verwendet, weil diese Länder die Kapazitäten nicht haben, dann ist der Bundestag weniger gewillt, neues Geld bereitzustellen. Ich muss also auch dem Bundestag oder Steuerzahlern erklären, das Geld wird sinnvoll eingesetzt, damit das dann weiterkommt. Problem entsteht dann, wenn über diese Schiene die Geberländer Einfluss darauf nehmen, was eigentlich in den Ländern passiert. Also wenn sie sich an Steuer setzen und sagen, wir bestimmen, welche Projekte für euch sinnvoll sind. Das wäre natürlich ein Riesenproblem. Da hält Deutschland natürlich immer die Fahne hoch. Nein, bei uns ist das partnerschaftlich. Das heißt, es geht sozusagen auf Augenhöhe, wenn es was die Partner wollen. Das tun wir mit denen. Das ist in Teilen richtig, aber natürlich nur in Teilen, weil auch das BMZ hat natürlich auch eine Agenda, die zum Teil manchmal sehr problematisch ist, die es voranbringen will. Aber in der Theorie zumindest ist das Bewusstsein da. Ja, aber da würde ich jetzt gerne noch mal kurz nachhaken, denn Sie haben ja vorhin das Wort Projektitis ja auch selber in den Mund genommen zum Beispiel und haben möchten Sie vielleicht erstmal kurz erklären, worum es dabei noch mal kurz geht? Oder, damit meinte ich, wenn ich sozusagen Geld in Projekte stecke und nicht über dieses Projekt hinaus eigentlich über den weiteren Kontext in der Region oder in dem Land oder für die Menschen nachdenke. Mit dem Ergebnis gibt es ja jede Menge Beispiele, die man da aufzählen könnte in der Vergangenheit, dass sobald dann die Entwicklungshelfer in Anführungsstrichen wieder weggegangen sind, fällt das Projekt in sich zusammen, weil die Finanzierung danach nicht mehr gesichert ist und das Projekt auch nicht so aufgezogen wurde, dass es auch ohne Finanzierung hinterher dann weiter funktionieren kann. Also das Anliegen, was damit dann gefördert wurde. Und der Blick, dass man einfach nur von Projekt zu Projekt hüpft, gewissermaßen, das ist sozusagen der Ansatz, aus dem sich die Entwicklungszusammenarbeit natürlich auch etwas mühselig manchmal, aber auch zumindest den Anspruch hat, von zu lösen. Ja, und Herr Kaiser vielleicht, also Sie hatten, ich meine, letztendlich ist natürlich auch dieser Green Climate Fund auch projektbasiert. Da geht es immer um viele kleine Projekte. Vielleicht können Sie das mal kurz einordnen und bewerten, inwieweit da jetzt uns eine neue Gefahr von Projektitis vielleicht in Zukunft droht oder... Wurde da irgendwas gemacht, um das zu verhindern? Ja, also
Ich denke, dass tatsächlich ist es natürlich ein Risiko, was besteht. Und wir sprachen ja eingangs schon so ein bisschen von dieser Idee des Programms. Und ich glaube, der GCF spricht auch oftmals in seiner Sprache, spricht er oftmals von Programmen beziehungsweise Projekten, also quasi in einem Atemzug, um darzustellen, dass diese Ambition, die der vorhat, über Projekte hinausgeht. Und das ist halt auch das, was dieses Konzept des Paradigm Shifts, was Sie angesprochen hatten vorhin, mit bewirken soll. Dieser Gedanke, okay, unsere Projekte oder die Projekte des GCF sollen Entwicklungsländern helfen, sie auf neue Entwicklungspfade zu bringen. Sie sollen quasi ganze Sektoren verändern. Also dann ist immer die Frage, ja, was heißt denn das? Was ist denn Paradigm Shifting? Nennen Sie uns doch mal ein Beispiel. Ich glaube, was oft als Beispiel hergenommen wird, ist zum Beispiel die Energiewende in Deutschland, wo man sagt, da wurde ein Einspeisetarif aufgesetzt und das hat quasi dabei geholfen, den Strommarkt in Deutschland zu verändern. Das wird oftmals quasi so als Beispiel von einem transformativen Projekt oder einem transformativen Vorgang beschrieben und das ist quasi die Ambition, die der GCF verfolgt. Jetzt ist das natürlich, das klingt alles sehr schön, aber wie bekommt man das hin? Also wenn ich jetzt versuche, mir zu überlegen, okay, Projektitis, wie entsteht Projektitis? Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es wahrscheinlich dadurch entsteht, dass man sagt, okay, wir haben hier ein Problem, das wollen wir auf irgendeine Art und Weise isolieren, sagen wir, also ein Klima-Thema, sagen wir irgendwie Überflutung in einer speziellen Region, in einem Land und wir wollen das bearbeiten, da gibt es einen speziellen Hotspot, wo wir sagen, wenn da bräuchte man ein Projekt und dann versucht man quasi, das auf irgendeine Art und Weise zu isolieren und darum eine Aktivität oder eine Art Projekt zu bauen, die helfen soll, genau diesen Hotspot oder dieses Thema anzugehen. Ich kann mir vorstellen, das ist wahrscheinlich die Genese von, wieso entstehen eigentlich Projekte. Aber natürlich ist es genau die Herausforderung. Ne? Dann hat man vielleicht da das Problem der Flut in dieser Region angegangen, aber dann gibt es noch andere, dann kann es natürlich passieren, oder was heißt natürlich, dann kann es passieren, dass durch das Projekt andere Regionen auf unvorhersehbare Weise in irgendeiner Art und Weise betroffen sind. Oder dass andere Regionen dann von Überflutungen betroffen werden oder was auch immer das Beispiel ist. Also dieser Gedanke quasi, dass man ein Problem und einen Vorfall isoliert betrachtet und behandelt, ist wahrscheinlich einfach schwierig. Und das ist wahrscheinlich das Problem an der Projektitis sowieso an diesem Projektansatz. Ja, was macht man jetzt? Einfach mal ein Paradigm-Shifting-Projekt halt oder Programm, ja. Wie das dann genau aussieht, das ist, glaube ich, die große Frage, vor der viele noch stehen und vor der auch der GCF noch steht. Also was man aktuell sieht, diese 43 Projekte sind halt oftmals bis jetzt Projekte, erfüllen die diesen Anspruch des Fonds, dieses transformativen Wandels? Vielleicht eher nicht. Da ist mit Sicherheit noch Raum, um das herbeizuführen und dort mehr Wirkung zu entfalten. Nur um das zu ergänzen, also quasi den Satz weiterzuführen, diese 43 Projekte, wenn es 43 sind, also es gibt auch einen sehr großen politischen Druck, dass dieser Fonds auch liefert, in Anführungsstrichen. Also der muss irgendwie vorweisen, dass er immer regelmäßig Projekte bewilligt. Und dafür, weil das für die internationalen Klimaverhandlungen extrem wichtig ist. Also es war ganz wichtig, dass vor dem Pariser Klimagipfel wirklich der Green Climate Fund nochmal zeigen kann, guckt mal hier, wir finanzieren gerade die ersten Projekte. So. Und wenn man sich die anguckt, weiß jeder, das ist eigentlich nicht dieser Paradigm Shift oder dieser transformative Wandel, aber zumindest können wir mal zeigen, es sind Projekte bewilligt worden. Die Projekte an sich sind ja auch nicht blöd oder irgendwie schlecht gemacht, sondern also die haben auch dann manchmal ihre Schwierigkeiten und so, aber es ist ja nicht so, dass da Geld aus dem Fenster geworfen wurde, aber man muss anerkennen, dass mit diesen Projekten dieser transformative Wandel, dieser Paradigm Shift eigentlich noch nicht vollzogen wird und wir der Sache auch noch nicht näher gekommen sind. Also dieser politische Druck, den darf man nicht unterschätzen. Ich finde das aber auch richtig, dass er das zeigt, weil für das Pariser Abkommen, dass das zustande kam, war es extrem wichtig, dass alle möglichen Bausteine richtig sozusagen an ihrem Platz waren zu dem Moment, wo dann das Abkommen verabschiedet werden muss. Also das nimmt man mal auch in Kauf, dass es nicht perfekt ist, weil wir sagen, wir müssen jetzt aber auch mal zeigen, dass wir hinter auch den Zusagen stehen, dass dieser Fonds nicht weiter als leere Hülle vor uns hergetragen wird, sondern dass das auch funktionieren soll, dass wir dahinter stecken, dass wir da Geld reingetan haben und so. Also ich nehme das alles in Kauf, auch wenn ich für die Qualität der Projekte natürlich dieses Aufsichtsgremium auch immer wieder kritisieren könnte.
Vielleicht, wenn ich dazu noch was kurz sage, also nur um das zu ergänzen. Ich denke, was hinter dem ganzen Thema steht, ist halt auch einfach ein Kulturwandel. Ne? Also es gab Projekte durch unterschiedliche Art und Weisen in durch Entwicklungszusammenarbeit. Das ist quasi so ein bisschen die Genese, wie die Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet hat. Und jetzt zu sagen, okay, wir wollen diesen Ansatz ändern, ist aus meiner Perspektive auch ein Kulturwandel. Und das ist viel Arbeit. Gerne doch. Also ich höre jetzt da was vom Kulturwandel, aber ich denke jetzt mal zum Beispiel zur Frage Wasserverbrauch in Afrika durch Blumen, die ja hauptsächlich nach Europa hier geliefert werden. Für mich wäre ein Wandel diesen Ländern zu empfehlen und vor Ort eben in was anderes zu investieren als zum Beispiel in Blumen, die nach Europa und damit systematisch das Wasser für die örtliche Bevölkerung hier abzugraben. Das wäre für mich eine wirkliche Veränderung, weil ich kann ja irgendwo in der dritten Welt gern eine Solaranlage unterstützen oder eine Müllverbrennungsanlage. Und dann kann ich auch das Gas dann irgendwo hinleiten, das Methangas, das hier entsteht. Aber es geht doch nur um eine prinzipielle Veränderung auch. Und ein großer Teil des Klimawandels oder die Auswirkungen werden noch verstärkt dadurch, dass in diesen Ländern Produkte produziert werden, sage ich jetzt mal, die zu uns nach Europa kommen, die Länder aber gar nicht brauchen oder die sogar sehr, sehr kontraproduktiv sind für diese Länder. Ja, Sie haben schon gehört, Zustimmung auf jeden Fall aus dem Publikum. Ich wollte jetzt noch mal was anderes fragen. Und zwar haben wir ja schon gehört, dass es zum Teil recht große Geldbeträge sind, auch die dort fließen. Und was denken Sie, Herr Kowalczyk, ist es möglich, dass dadurch dann auch die nationalen Kapazitäten, vor allem auch in den Zielregionen, überstiegen werden und zum Beispiel Korruption gefördert wird? Oder gibt es da vielleicht auch bestimmte Mechanismen, die das verhindern sollen? Also das hatten wir ja vorhin schon. Das geht ja sozusagen darum, dass ich sicherstellen kann, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird. Und das, es ist natürlich richtig, wenn ich mehr Geld ins Land gebe und womöglich noch mit politischem Druck sage, wir müssen jetzt schnell Projekte bewilligen und können nicht so sehr auf die Qualität achten, also entweder der Umsetzer oder der Projekte selber. Es erzeugt das natürlich auch gewisse Anreize, so dass das vielleicht nicht so genau hingesehen wird, was passiert mit dem Geld und so. Das ist schon richtig. Also wenn dieser Druck entsteht, dann haben wir halt auch diese Folgen. Aber das ist ja genau der Grund, warum zum Beispiel die Anforderungen an die Umsetzer halt auch sehr hoch gesetzt werden. So, weswegen also auch Deutschland sich hinstellt und sagt, wir können Länder nur oder Institutionen nur dann akkreditieren, wenn sie gewisse Mindestanforderungen erfüllen, damit eben das Geld auch sinnvoll eingesetzt werden. Dann wird Deutschland dafür kritisiert von anderen Ländern, weil es halt auch so aussieht, das ist vielleicht auch politisch motiviert und so. Und in Teilen mag es das auch sein, aber an sich ist es eben auch richtig zu sagen, wir müssen halt sicherstellen, dass dieses Geld richtig eingesetzt wird. Das ist das eine. Und das andere ist, richtig ist auch, dass man natürlich gucken muss, während ich die Kapazitäten aufbaue, eine Steigerung der Gelder, der Geldflüsse sozusagen in diese Länder natürlich auch nachhaltig aufbaue. Ich kann nicht einfach jetzt von heute auf morgen die Klimafinanzierung verdoppeln, weil in der Tat die Institution, und das gilt übrigens nicht nur für die in den Ländern, sondern das würde auch hier in Deutschland gelten. Also wenn ich der GIZ morgen anbiete, ihr kriegt jetzt doppelt so viel Geld wie bisher, dann könntet ihr das auch nicht sinnvoll einsetzen. Müsst ihr auch nicht, was machen wir denn damit, um Gottes Willen? Also dann entstehen da auch Gefahren. Das heißt, man muss da gucken, wie das Wachstum nachhaltig passieren kann. Es gibt jetzt in dem Sinne man hat noch nicht sozusagen untersucht, wie viel Prozent Wachstum an Klimafinanzierung ist möglich beim parallelen Aufbau der Kapazitäten. Also man kann das nicht so quantifizieren, aber das Problem an sich muss man natürlich dadurch bewältigen, dass man dieses Wachstum auch allmählich sich vollziehen lässt. Anders wiederum muss man aufpassen, dass das auch nicht als Argument benutzt wird, zum Beispiel von der Bundesregierung, die Entwicklungsfinanzierung, das geht ja nicht nur um Klima hier, sondern um die Entwicklungsfinanzierung allgemein, nicht zu steigern oder nicht in dem Maße zu steigern, wie es nötig wäre, um zum Beispiel alte Zusagen zu erfüllen, weil die ja auch immer sagen, ja, aber das Geld kann gar nicht richtig abfließen. Es gibt keine, das heißt interessanterweise zum Thema Projektit ist dann ja auch gerne mal keine Projektpipeline, also wartende Projekte, die nur noch auf Geld warten und sofort loslegen könnten. Das ist immer das Argument, das gäbe es nicht und deswegen brauchen wir auch kein Wachstum zu machen. Wo wir dann antworten würden, ja, dieses gäbe es, aber dann, wenn ihr mehr in diese Readiness investieren würdet, dass diese Länder halt auch mehr Geld wirklich sinnvoll einsetzen könnten.
Ja, vielen Dank. Es gibt ja nun aber auch Experten, die sagen, dass eben gerade diese fondsbasierten Ansätze, die alten Machtgefälle Nord-Süd weiter zementiert werden, die gleichen Geberländer, die gleichen Nehmerländer. Und Frau Bolling-Schröter vielleicht, glauben Sie, dass vielleicht marktbasierte Ansätze wie eine CO2-Steuer da vielleicht doch die bessere Alternative wären? Also CO2-Steuer kommt darauf an, wie ist die Verteilungswirkung. Sie müsste natürlich hoch sein und die Frage ist, wie gestalte ich die sozial gerecht? Das heißt nicht, dass diejenigen, die weniger verdienen, dann eben dementsprechend mehr bezahlen und andere wieder ausgenommen werden. Da gibt es ja jetzt einige Beispiele, wie ich gehört habe, auch in der Schweiz. Und wenn man dann nachfragt, ob Unternehmen was bezahlen, dann sind die wieder ausgenommen. Also so kann es nicht gehen. Und es muss auch für bestimmte Bevölkerungsgruppen einen Ausgleich geben. So, dann habe ich Geld, egal ob Fonds oder Steuer, dann muss es ja verteilt werden. Und dann stehe ich genau wieder vor dem gleichen Problem, wie verteile ich das? Und es muss natürlich fair verteilt werden. Und ich sage nochmal, mein Eindruck ist, man versucht in den Ländern was zu verändern, Projekte. Bei uns passiert oft sehr, sehr wenig. Und einiges mit dem, was wir hier tun, wirkt direkt auf diese Länder. Ich habe es schon gesagt, ob das Blumen ist, ob das Agrarfabriken sind, die in diesen Ländern dementsprechend dann eben Tiere verkaufen und dort die Märkte kaputt machen. Ob es der Großkonzern Nestle ist, der das Wasser abgräbt. Also da passiert vieles und ich glaube, es muss sich auch prinzipiell noch wesentlich mehr verändern. Um nicht missverstanden zu werden, natürlich brauchen wir Gelder. Die müssen auch gut ausgegeben werden, die müssen nachhaltig sein. Da ist jetzt hier sehr, sehr viel schon darüber gesprochen worden. Und es darf natürlich nicht nur eine Exportinitiative einiger Industrieländer sein zum Absatz von irgendwelchen neuen Technologien. Diese Technologien müssen auch angepasst sein. Ich persönlich habe auch überlegt, dass man vielleicht in manchen Ländern nicht die High-Tech-Variante braucht, sondern eben Dinge, die auch machbar sind und trotzdem sehr zur CO2-Senkung beitragen. Und Anpassung, das gab ja immer die Debatten, in den Klimakonferenzen müsste meiner Meinung nach noch einen stärkeren Stellenwert haben. Da gab es ja immer den Streit, genauso auch wie die Frage der Entschädigung, die ja eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt in den ganzen Debatten, weil natürlich die Industrieländer da nichts bezahlen wollen und uns dann unter vier Augen gesagt haben, ja, Frau Bolling-Schröter, das ist ja ein Einfallstor, da wollen wir die Hände schon davon lassen. Wegen Macht bleibt, erhalten wir Machtstrukturen dadurch, dass wir Klimafinanzierung bereitstellen. Das steckt ja eigentlich hinter dieser Frage. Aus unserer Sicht ist die Klimafinanzierung, also die finanzielle Unterstützung des globalen Nordens für den globalen Süden, eben nicht eine Aufrechterhaltung der Machtkonstellation, sondern ist eigentlich der Beitrag des oder ein Teil des fairen Beitrags des globalen Nordens für die Herausforderung Klimawandel. Der globale Norden, also jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, ist hauptsächlich verantwortlich für das Verursachen des Klimawandels, auch wenn China heutzutage sehr hohe Emissionen hat, aber historisch eben noch nicht so sehr wie der globale Norden. Und zudem noch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die im globalen natürlich um ein Vielfaches höher ist weiterhin als im globalen Süden. Das heißt, Deutschland reduziert seine Treibhausgasemissionen, das ist ein Teil seines fairen Beitrags. Der andere Teil seines fairen Beitrags ist es, dass es Klimaschutz und Anpassung im globalen Süden unterstützt. Und das zusammen ist der faire Beitrag Deutschlands in der Herausforderung Klimawandel. Und zur Machtfrage wird es dann, wenn Deutschland sich anmaßt, zu bestimmen, wofür diese Gelder im Einzelnen eingesetzt werden oder da irgendwie in den Kontrollgremien sitzt und aufpasst, dass nur die eigenen Interessen gefördert werden oder womöglich noch die Exporte der eigenen Wirtschaft, solche Dinge. Das wird natürlich problematisch. Aber das Konzept Unterstützung, Geldflüsse vom Transfers vom globalen Norden im globalen Süden ist eine Gerechtigkeitsfrage. Ja, Herr Kaiser, und wer kann das überprüfen? Wer kann das überprüfen, wie dieses Geld nun verteilt wird und wie das eingesetzt wird? Wer kann das überprüfen? Also es gibt natürlich der GCF hat natürlich seine Kontrollmechanismen, ne, von denen wir schon gesprochen hatten. Auf der einen Seite sind es halt diese Mechanismen, die greifen, wenn Institutionen sich akkreditieren lassen wollen, um Zugang zu diesen Mitteln bekommen, sei es nationale oder internationale.
da wird quasi in einem Prozess in diesem GCF gibt's unterschiedliche Arbeitsgruppen oder Panels, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und quasi die auch vom Fonds unabhängig sind und quasi diese Anträge bewerten und durchschauen und diese ganzen Sachen werden geprüft. Ähnlich ist es auch mit Projektanträgen. Auch Projektanträge werden geprüft von unabhängigen Panels und dann dem Board vorgelegt. Und dieses Board entscheidet schlussendlich dann zum Beispiel über Projektanträge. Da gibt es oftmals im Board natürlich Diskussionen darüber, verabschiedet man jetzt diese Projekte oder verabschiedet man sie nicht. Manche Projekte werden verabschiedet unter speziellen Konditionen, dass man sagt, wir verabschieden dieses Projekt nur, wenn es noch zusätzliche Kriterien ABC erfüllt. Das ist zum Beispiel ein Teilaspekt. Der zweite Teilaspekt, den Sie schon angesprochen hatten, da geht es im Prinzip darum, dass entfällt mir das Argument. Sie hatten es vorhin gesagt. Also im Prinzip gibt es Kontrollmechanismen im Fonds, die versuchen quasi dort das sicherzustellen, dass Projekte bewertet werden, bevor sie auf irgendeine Art verabschiedet werden. Das ist jetzt zum Beispiel eine Methode. Ja, ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen auf diese etwas übergeordnetere Politikebene. Und zwar haben wir eben auch schon Deutschland angesprochen. Deutschland hat ja momentan dieses Jahr auch die Präsidentschaft der G20 inne, also die Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Und die G20 ist ja auch ein wichtiges Forum zur Gestaltung von Rahmenbedingungen für die globale Wirtschafts- und Finanzwelt. Und eines der Schwerpunktthemen dieses Jahr ist jetzt zum Beispiel auch Afrika. Und in diesem Zusammenhang wurde eine Investitionsinitiative mit dem Namen Compact with Africa, wurde auch zu Beginn schon erwähnt, ins Leben gerufen. Und es geht um die Förderung von nachhaltigen privatwirtschaftlichen Investitionen und auch Investitionen in Infrastruktur. Und aber jetzt meine Frage an Sie, Frau Bulling-Schröter. Wird unter der deutschen G20-Präsidentschaft kohärente Klimapolitik betrieben? Und werden auch die richtigen Weichen gestellt für eine klimafreundliche Umschichtung von Finanzströmen in Afrika? Ja, zuerst ist ja mal die Frage, ob das ein legitimes Gremium, dieses G20, und da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Die Position meiner Partei ist in der Mehrheit der Meinung, dass es kein legitimes Gremium ist, so wie die UNO oder sonst wie. Da treffen sich die kapitalkräftigsten, wichtigsten Staaten, um was zu besprechen. Jetzt wäre es ja schön, wenn das verbindlich wäre, abgesehen davon, ob das legitim ist oder nicht. Ist die Frage, ob das dann verbindlich ist, weil verbindlich heißt ja, es muss in die jeweiligen nationalen Politiken mit einfließen. Ob es das tut, ist was anderes. Und ich kenne jetzt die konkreten Beschlusslagen noch nicht, die kennen wir ja alle nicht. Aber wir wissen, dass in der Regel viele dieser Staaten eben nicht in Sachen Klimaschutz, Entwicklungspolitik das tun, was notwendig wäre, um das 2-Grad-Ziel zumindest, ich rede jetzt nur von 2-Grad-Ziel, überhaupt nicht zu verfehlen. Und es sind ja in der Regel die Länder, die höchst kapitalistischen Länder, die natürlich viel Interesse haben daran, dass mehr Wachstum kommt, dass die Umsätze stimmen. Und wenn hier am Podium das kritisiert wurde, dass es in bestimmten Ländern eben nicht die Hauptpolitik ist Klimawandel, dann ist es eben so auch nicht. Und wenn ich mir so anschaue, wer da alles kommt, also es ist die USA, es sind auch andere Länder, von denen ich jetzt also höre, Klimawandel gibt es nicht, das sind die Chinesen schuld, bei den anderen ist es auch nicht so wichtig. Bei uns in Deutschland spricht man schon über Revision der Klimaschutzziele, dann bin ich mir nicht so sicher, dass da wirklich so viel rauskommt. Aber ich sage mal, natürlich muss man da weitergehen und es wird dort auch große Proteste geben in Hamburg und es wäre natürlich sinnvoll, dass da auch viele hinfahren und denjenigen, die da dort verhandeln, auch sagen, ich sage mal, wir sind das Volk und wir wollen, dass ihr faire, gerechte Politik macht, gegen Klimawandel, friedlich, mit viel Demokratie. Also da fällt mir viel ein, für was wir da demonstrieren können. Okay.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist Afrika oder der Compact with Afrika und der Marshallplan ja auch heute Nachmittag nochmal Thema. Ich will also nicht so weit vorausgreifen, aber weil Sie es schon angesprochen hatten, dieser Compact with Africa ist ein wunderbares Beispiel von kompletter Inkohärenz in der Politik. Dieser Compact, also der hat so eine Art Grundlagendokument, was die Weltbank und der IWF und die Afrikanische Entwicklungsbank geschrieben haben, wo im Prinzip Maßnahmen und Programme oder Reformvorschläge für Afrika drinstehen, um Investitionen, private Investitionen anzulocken. Es geht also gar nicht mehr um Entwicklungszusammenarbeit, sondern um private Investitionen. Und in diesem ganzen Dokument findet sich keine einzige Erwähnung des Pariser Klimaschutzabkommens und seines Ziels, Investitionen klimafreundlich umzuschichten zum Beispiel, wird mit keinem Wort erwähnt. Das Wort Klima taucht nur in dem Zusammenhang Investitionsklima auf. Nachhaltigkeit taucht nur auf im Sinne von nachhaltiger Schuldendienst, also dass die Schulden auch schön bezahlt werden sollen. Und ansonsten ist dieses Ding, geht komplett daran vorbei, dass die Welt sich vereinbart hat, Agenda 2030 mit seinen Nachhaltigkeitszielen voranzutreiben, das Pariser Klimaschutzabkommen mit seinen Zielen, dass man 2 Jahre, nachdem diese Sachen verabschiedet wurde, einen Compact with Africa auflegt, der nichts enthält, um diese Investitionen eben auch genau in diese Richtung zu lenken, in diese global verabredeten Entwicklungsziele oder Nachhaltigkeitsziele, ist schon ein echt starkes Stück. So, abgesehen davon, aber ich denke, das ist dann heute Nachmittag Thema, dass dieser Compact eine neoliberale Reformagenda propagiert, die eigentlich auch schon in den letzten 30 Jahren uns mehr Schaden als Gutes angerichtet hat. Aber das ist jetzt vielleicht nochmal ein anderes Thema für heute Nachmittag. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Also ich finde, Afrika braucht alles andere als neue Waffen und die Waffenlieferungen gehen ja weiter und mit diesem Geld könnte man wirklich sehr viel gegen den Hunger, gegen Umweltzerstörung in diesen Ländern tun. Ja, wieder Zustimmung aus dem Publikum. Ja, nach diesem kleinen Exkurs kommen wir vielleicht dann doch wieder zurück zur Klimafinanzierung und beschäftigen uns vielleicht nochmal mit dem Thema Klimaschutz und Klimaanpassung. Denn viele Partnerländer, wie wir ja auch in der Eingangspräsentation gesehen haben, leiden, obwohl sie eben den Klimawandel kaum mit verursacht haben durch ihre Emissionen, bereits heute stark unter den Auswirkungen und haben eben auch oft kaum die finanziellen Ressourcen oder eben politischen Strukturen, um sich anzupassen. Und trotzdem zielen eben doch weiter die meisten Maßnahmen und Instrumente eben doch auf die Vermeidung von Emissionen. Vielleicht nochmal ganz kurz, Herr Kowalczyk, können Sie nochmal ganz kurz erläutern, warum ist jetzt die Adaptation viel wichtiger als der Klimaschutz im globalen Süden? Der ist natürlich nicht wichtiger. Man muss das eine tun, das andere nicht lassen. Das Problem ist, dass in den Köpfen vieler Politiker und auch der Umsetzer Klimaschutz viel konkreter ist, weil man glaubt, ah ja, das kenne ich, ich baue kein Kohlekraftwerk, sondern einen Windpark. Kann ich mir vorstellen, kann ich finanzieren, kann ich Investoren für gewinnen, anstatt selber Geld reinzubuttern als Bundesregierung zum Beispiel. Das ist viel einfacher, das darzustellen, zu gestalten. Und im Bereich Klimaschutz, also Energieprojekte zum Beispiel, ist es viel einfacher oder da kann man zum Beispiel, kann die KfW halt auch Kredite vergeben mit wenig Einsatz von Haushaltsmitteln. Das heißt, die Bundesregierung muss nicht viel Geld bereitstellen, sondern die KfW mit den Eigenmitteln und dem Kapitalmarkt schnürt Finanzierungspakete, vergibt Kredite an afrikanische Länder, die vielleicht hochkonzessionär sind, aber es sind eben Kredite und keine Zuschüsse, also keine Haushaltsmittel, die da eingesetzt werden. Das heißt, es entsteht da so eine Art struktureller Anreiz, wenn ich Klima mache, mache ich Klimaschutz, also Emissionsminderung, denn da kann ich sehr viel schnell größere Zahlen irgendwie propagieren und verkünden und mich natürlich dann auch als erfolgreicher Politiker hinstellen. Also das ist so eine Art, ohne irgendwie Bosheit zu unterstellen, natürlich auch so eine Art Anreiz in der Psychologie dieser Politiker, die ja auch irgendwie sich darstellen wollen und gut und so weiter. Ein anderes Problem ist, dass Anpassung ein ganz schwieriges Konzept im Grunde genommen ist. Ich hatte ja ganz vorhin schon mal erwähnt, dass Anpassung ist eben nicht gucken, so ja, es wird immer wärmer, dann brauchen wir jetzt Klimaanlagen oder zu sagen, okay, die Flut kommt, wir bauen Deiche und so, das wird zwar auch gemacht und so, aber es geht ja eigentlich darum, die Vulnerabilitäten der Menschen zu reduzieren. Und das ist so komplex, da gibt es keine Lösung, schon gar keine technologischen Lösungen oder technischen Lösungen, sondern da muss man wirklich vor Ort hingehen, gucken, was passiert mit diesen Menschen, wo brauchen sie Unterstützung, um Treiber ihrer Vulnerabilität irgendwie abzubauen oder zu verhindern.
dass das in so Projekten auch viel schwieriger auszudrücken ist. Ich würde unterstellen, dass ganz viele Projekte oder ganz viele Sachen, die passieren, jetzt schon Anpassungen sind, aber gar nicht so identifiziert werden können, weil man einen vielleicht auch bei den Klimaverhandlungen manchmal einen zu engen Fokus hat, was ist eigentlich Anpassung? Ich würde da gerne nochmal eine Nachfrage stellen. Brauchen wir da nicht eigentlich viel mehr spezielle Finanzinstrumente auch, die sich direkt auf die Anpassung im globalen Süden richten? Ich glaube, Herr Kaiser, Sie wollten auch noch was sagen, oder? Ja, es war so ein bisschen ergänzend zu dem, was Sie schon sagten. Also ich denke, auf der einen Seite genau würde ich das unterstreichen, ne, dass Minderung einfach oftmals viel greifbarer ist. Da kann man sagen, man hat so und so viel Tonnen CO2 reduziert. Aber wenn man in irgendeiner Flutregion in Bangladesch oder so steht und dann einschätzen muss, wie viele Menschen davon betroffen sind oder jetzt nicht mehr betroffen sind und wie man diese Zahl reduziert, ist das oftmals noch viel, viel schwieriger. Und das ist auch was, wo sich der GCF, wenn es darum geht, oder wenn wir zum Beispiel Länder dabei unterstützen, Projektanträge zu entwickeln, das ist halt auch ein Thema, mit dem sich die Antragsteller aus diesen Ländern sehr schwer tun. Also diese Quantifizierung von diesen Themen. Und in manchen Bereichen gibt es Methoden, zum Beispiel in der Minderung, aber in Anpassung, auch dort gibt es Methoden. Aber es ist einfach technisch eine große Herausforderung, das so darzustellen und auch die Beziehung zum Klimawandel ausreichend transparent zu machen. Das ist, glaube ich, die eine Sache. Die andere Sache, die ich gerne noch sagen würde, ich glaube, der GCF versucht, oder wie gesagt, auch hier die Ambition schon, hatte ich vorhin auch gesagt, sein Geld in Anpassung, 50% Anpassung und 50% Minderung fließen zu lassen. Also auch das ist, wenn wir sagen, okay, da fließt viel mehr Geld in Minderung als in Anpassung, das ist was ich da vielleicht noch mit auf den Weg geben würde. Was ich immer wieder merke, wenn ich mit unseren Partnerinstitutionen in Subsahara-Afrika spreche, ist, dass einfach dieses Thema Anpassung bei denen natürlich vor Minderung steht. Die sagen, ja, okay, Minderung, wir akzeptieren das, wir schreiben das auch in unsere Verpflichtungen rein, die wir gegenüber der internationalen Gemeinschaft haben. Aber unsere erste Priorität ist Anpassung an den Klimawandel. Und da sehen wir quasi auch immer wieder, dass Diskussionsstränge, die sich eigentlich zum Beispiel hauptsächlich um Minderung drehen, dass dort immer wieder auch von eben diesen Parteien halt Anpassungsaspekte reingebracht wird. Dass gesagt wird, ja, ihr diskutiert hier die ganze Zeit von Minderung, aber wir brauchen Anpassung und das heute. Also dieser Bedarf an Anpassung und Aktivitäten im Anpassungsbereich wird von den Entwicklungsländern ganz stark formuliert. Ich würde auch gerne noch was ergänzen, wir waren nämlich noch nicht ganz fertig. Es gab ja vorhin ja dieses Flussdiagramm mit der Finanzierung, mit diesem, dass so und so viel in Minderung und so viel in Anpassung reingeht. Dahinter steckt aber eben auch, dass es extrem schwierig ist zu messen, was tut eigentlich der Privatsektor zur Anpassung. Natürlich sagt ein globaler Nahrungsmittelkonzern, der von sonst woher seine Rohstoffe sich herzieht, der überlegt sich auch, wie kann ich meine Supply Chain, wie kann ich die aufrechterhalten, auch im Klimawandel. Das heißt, da passiert eine Anpassung an den Klimawandel und sei es, und das ist aus entwicklungspolitischen Aspekten natürlich problematisch, dass man plötzlich sagt, okay, die Region, die geht den Bach runter, dann beziehe ich jetzt meine Rohstoffe halt aus einer anderen Region. Für den Konzern ist das auch eine Anpassung, in die er investiert. Das kann natürlich sehr pervers und sehr schnell in die negative Richtung entstehen, aber das sind so Sachen, die diese Zahlen einfach alle nicht widerspiegeln, was so passiert. Und jeder einzelne Mensch hier in Afrika, in Asien, in Lateinamerika passt sich ja auch an den Klimawandel an, indem er sein Verhalten ändert. Auch das ist in solchen Zahlen natürlich nicht drin. Gleichwohl ist es so, dass auf der politischen Ebene zwar die Verabredung besteht, dass in der Unterstützung für die Entwicklungsländer, dass wir da eine Balance herstellen zwischen Anpassung und Minderung. Und diese Balance gibt es im Moment noch überhaupt nicht. Also die OECD hat projiziert, dass wenn dieses 100-Milliarden-Versprechen eines Tages, also 2020, auch wirklich erfüllt wird, also dann das Niveau erreicht wird, dass dann etwa ein Fünftel dieser 100 Milliarden wahrscheinlich für Anpassung bereitstünden. Das kann man natürlich nicht als Balance bezeichnen. Wobei, und das ist der Fallstrick hier, Balance zwischen Minderung und Anpassung ist nie definiert worden. Was ist eigentlich eine Balance? Und ich will das jetzt vielleicht nicht so niemandem direkt unterstellen, aber die Industrieländer vertreten eigentlich immer die Haltung, Balance ist dann erreicht, wenn wir irgendwie finden, dass es gut so ist.
Und also das verklausulieren sie in anderen Argumenten, aber letztlich ist das das Argument. Wenn wir das Gefühl haben, ey, ist doch okay so, oder vielleicht auch, ja, aber das ist nun mal das, was wir ausgeben, wir finden das eigentlich schon ganz ordentlich, dann ist die Balance erreicht. Also die wehren sich sehr dagegen, zu sagen, wir machen 50-50, wie sie es beim Green Climate Fund allerdings gemacht haben. Da schon, aber der ist ja nur ein kleiner Teil der Klimafinanzierung. Vielen Dank. Ich habe doch aus dem Publikum gerade schon gehört, für wen, nämlich vielleicht für uns, oder für wen ist es denn dann okay oder gerecht? Und jetzt sind wir bei dem Wort Gerechtigkeit gelandet. Frau Bulling-Schröter, wir haben ja vorhin uns auch ganz kurz einmal die historische Verantwortung angeschaut, die bereits ausgestoßenen Emissionen von CO2 zum Beispiel. Und wenn wir uns das, wenn wir das jetzt im Kopf haben, wie sollte Klimafinanzierung denn im Hinblick auf eben das Argument der Klimagerechtigkeit aussehen, vielleicht auch gerade hier bei uns in Deutschland? Ja, also wir haben diese historische Schuld, die Länder sprechen auch davon, eher leiser bei den Klimakonferenzen, da muss es ja dann immer sehr diplomatisch zugehen. Und ich kann mich auch noch an eine Zeit erinnern, als China wieder zu den wenigen CO2-Ausstoßen gehörte. Das war so meine erste Klimakonferenz. Für mich muss es einfach eine massive Umverteilung geben von Norden in den Süden, weil wenn ich sage, ich habe eine historische Schuld, dann bin ich eigentlich der Meinung, liegt ja im Sinn der Sache oder in dem Wort Schuld, die muss ich abtragen. Dass natürlich die Industrieländer da nicht stark bereit sind, das wissen wir alle. Und deswegen ist es auch so notwendig, das immer wieder einzufordern und zu sagen, es muss natürlich in Geld, es muss in Hilfe abgetragen werden, diese Schuld. Und diese Schuld heißt für mich natürlich auch, nicht einfach die Produktion von irgendwann jetzt nach China zu verlagern, denen dann die CO2-Ausstöße anzurechnen und das alles zu uns zu importieren. Das ist genauso unehrlich. Also ich denke, da gibt es natürlich eine Pflicht. Wir wissen aber auch, dass natürlich die Länder da eher nicht so bereit sind. Das ist eine, ich sage jetzt mal, Kampfaufgabe vielleicht auch. Dazu braucht man auch Regierungen, die wirklich ein Interesse daran haben. Ist nicht so einfach, aber ich denke, es ist sinnvoll, darüber zu reden und das immer wieder einzufordern. Und ich denke, man muss natürlich auch sagen, je weiter dieser Klimawandel fortschreitet, umso teurer wird es auch. Also Stichwort Stern, war mal ein großer Promi hier, ist in aller Munde gewesen, jetzt spricht überhaupt niemand. Und auch im Zeichen dessen, dass es natürlich dann auch viele Klimaflüchtlinge geben wird und das muss den Industrieländern auch bewusst sein. Also das, was wir hier tun, hat Auswirkungen auf den anderen Teil der Erde und wenn man das immer ignoriert, wird es Folgen haben. Bevor wir dann jetzt gleich auch zu den Zuschauerfragen kommen, die sicher auch schon, ja, die Zuschauer sehen auf jeden Fall so aus, als hätten sie ja einige Fragen, würde ich noch mal gerne eine Brücke schlagen zurück zur Entwicklungspolitik. Also wir haben jetzt über Anpassungen gesprochen und Klimagerechtigkeit und eigentlich kann man ja fast schon sagen, dass die meisten Projekte der Anpassung an den Klimawandel im globalen Süden sich kaum noch von den klassischen Entwicklungsprojekten unterscheiden lassen. Herr Kaiser, daher die Frage, was denken Sie? Sind irgendwann alle Entwicklungsprojekte zwangsläufig auch Klimaprojekte und umgekehrt? Ja, diese Diskussion der Trendschärfe oder Mangel an Trendschärfe zwischen diesen zwei Bereichen oder zwei Themenkomplexen, wenn es die denn gibt, ist auch eine, die sich im Rahmen dieser Diskussion um Klimafonds kontinuierlich durchzieht. Und das ist auch was, was man auf einer jetzt wieder sehr technischen, aber auch praktischen Ebene sieht, wenn quasi der GCF Projektanträge prüft und schaut, okay, wie sehen die aus, dann ist oftmals die Kommentierung von den unterschiedlichen Panels und was weiß ich, die da alle mit beteiligt sind, ist die Reaktion dann auch, dass hier nicht klar ist, ist dieses Projekt, was vorgeschlagen wird, ist das ein Entwicklungsprojekt oder ist das ein Klimaprojekt? Und da tun mit diesen Fragen, auf der einen Seite ist es für die Fonds oder auf der technischen Ebene
sicherlich für viele Akteure relevant, das auf irgendeine Art einsortieren zu können und zu verstehen, okay, wieso ist das jetzt für uns als Green Climate Fund ein relevantes Projekt oder für uns als Adaptation Fund? Ist das nicht irgendwie ein Projekt, was eigentlich eher sich mit, sag ich mal, Agrarrechtsfragen auseinandersetzt, oder ist das nicht eigentlich ein Projekt, was sich eigentlich mehr mit Wasserversorgung und Sanitärfragen beschäftigt? Wie groß ist da der Klimaanteil? Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Herausforderung, die vielleicht auch aus der internationalen Klimapolitik gewachsen ist, dass man da diese Themenblöcke so ein bisschen abgrenzt und teilweise dann halt auch silohaft bearbeitet, was versuchen die SDGs natürlich auch versuchen zu überbrücken. Die Frage ist jetzt, wie geht man damit um? Und ich denke, da ist, also wir sehen das halt, wie gesagt, auf der praktischen Ebene diese Diskussionen laufen, und das ist eine große Herausforderung. Aber ich meine, aus meiner Perspektive, meiner persönlichen Perspektive, ist es tatsächlich schwierig, diese zwei Sachen zu trennen. Und auch diese Denke, die wir auch durch unser Programm stark vertreten ist, dieser Gedanke des Mainstreamings, dass einfach Klimawandelsthemen in unterschiedliche Prozesse, Entscheidungsprozesse und in nationalen Regierungen integriert werden muss. Also dass man das nicht isoliert betrachten sollte. Ja, vielen Dank. Mit dem Blick auf die Uhr kommen wir jetzt leider langsam schon zum Ende dieser spannenden Diskussion. Wir hätten noch weitermachen können. Wir haben noch viele Fragen. Wir hätten ja bestimmt auch noch bis heute Abend sitzen können. Aber wir wollen ja auch, dass Sie sich noch beteiligen können, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Von daher, wenn Sie konkrete Fragen an unsere Referentinnen haben, bitte ich Sie, diese nun zu stellen. Unsere Kommilitoninnen gehen rum mit Mikros und melden Sie sich einfach. Und wenn es geht, stellen Sie sich bitte kurz vor, namentlich. Und stellen Sie Ihre Frage möglichst konkret und erwähnen Sie, an welchen Referenten Sie diese stellen wollen. Vielen Dank. Schön. Ja, mein Name ist Christoph Meyer. Ich bin von Fossil Free Berlin, auch draußen vertreten. Ich habe eine Ergänzung, vielleicht auch eine Frage an Frau Bulling-Schröter. Und zwar, Sie haben gesagt, dass Berlin das Divestment jetzt unterstützt. Das wollte ich ein bisschen ergänzen. Berlin hat es tatsächlich beschlossen letztes Jahr, und ab 6. April diesen Jahres hat Herr Kollatz-Ahnen, Finanzsenat, veröffentlicht einen neuen Index. Und zwar heißt der Sol Active Ökom ESG Fossil Free Eurozone 50 Index. Also diesen leicht zu merkenden Namen steht in der Finanzbranche jetzt für einen Index, der sich speziell für Bundesländer eignet, die ihre Finanzrücklagen aus Kohle, Öl und Gas abziehen wollen. Also da, konkreter Schritt, Berlin ist da mal Vorreiter. Dafür, ja, kann man gerne applaudieren. Wir werden nämlich der Stadt Berlin deswegen auch, oder dem Finanzsenat, einen Preis übergeben. Das wird morgen verkündet werden, dass sie den Berlin Divestment Award Klimafinanz Vorreiter kriegen. Und zu KfW wollte ich sagen, die kriegen einen Preis heute, nämlich jetzt, genau in dieser Sekunde fängt es an, vor der KfW, kriegen die den Berlin Divestment Award Klimafinanzvorreiter nicht, sondern den Dagobert Duck, der in Öl ertrinkt. Machen wir gerade heute eine Aktion, wenn er noch Zeit hat, vielleicht läuft es noch, ist jetzt im Augenblick bei der KfW. Meine Frage ist, ist das in Ihrem Sinne? Frau Bulling-Schröter, bitte. Ja, also ich finde es toll. Es ist ja eine rot-rot-grüne Regierung. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Aber man sieht daran, es sind auch Dinge möglich. Und die Dinge sind erstens mal möglich, weil willige Partner in der Regierung sind, und natürlich, weil ich davon ausgehe, dass es ganz, ganz starke NGOs gab, die natürlich da auch Druck ausgeübt haben. Und ich denke, je mehr zivile Opposition da ist, ziviles Wünschen, umso mehr wird das dann auch gelingen. Und das sollte natürlich auf Bundesebene Schule machen, auch in meinem Heimatland Bayern natürlich. Also das wäre zum Beispiel was, wenn ich jetzt dann in den Landtag komme, dass ich dann diesen Antrag stelle. Das wären also Dinge, die ich mir wünschen würde. Das sind nicht kleine Schritte, sondern das ist ein Weg dahin, und ich glaube, das kann man auch Menschen erklären. Es ist Erklärungsbedürfnis
bedürftig, was heißt Divestment? Ich habe schon vielen erklärt, so schwer ist es nicht zu erklären, um dann zu sagen, okay, ich verändere da was. Und das kann auch jeder, natürlich jeder, der Aktien hat, gell? Gibt ja auch Leute, die keine haben. Ja, hier vorne war noch eine Wortmeldung. Ja, guten Tag, Dirk Hoffmann mein Name. Ich bin zurzeit Gutachter in der Entwicklungszusammenarbeit mit Schwerpunkt Naturschutz und Klimawandel. Ich wollte nochmal den Bogen machen zu dem Einleitungsvortrag. Da wurde sehr viel angesprochen, globale Veränderungen. Die Rolle der USA verändert sich unter anderem. Man weiß noch nicht, wie es mit China aussieht. Im Klimabereich hat ja China doch durchaus sich sehr deutlich positioniert. Was hat das für Auswirkungen auf die Klimafinanzierung, frage ich mich. Man weiß, die Chinesen haben vor einiger Zeit eine Südbank gegründet, ein bisschen als Gegeninitiative zur Weltbank. Da ist auch gar nicht drüber gesprochen worden. Sind die Chinesen bei diesen Finanzierungsinstrumenten dabei? Sind die dabei, parallele Finanzierungsstrukturen anzudenken, aufzubauen? Ist das überhaupt ein relevantes Thema, was ich anspreche? Da darf gerne antworten, wer antworten möchte. Dankeschön. Wer fühlt sich berufen? Herr Kowalczyk. Ein bisschen, weil also wir haben im Moment mit Donald Trump die Situation, er hat ja schon angekündigt, er wird 2/3 der amerikanischen Zusage für den Green Climate Fund nicht abliefern, also die Zusage kassieren gewissermaßen. Von den 3 Milliarden, die die USA zugesagt hatten, ist 1 Milliarde schon eingezahlt worden. Die Hälfte davon hat Obama noch in seinen letzten Amtstagen noch sozusagen rübergeschoben und die noch ausstehenden 2 Milliarden werden also nicht kommen. China hat, das war schon eine Weile her, ich glaube, es war auch 2014 war das, hat China schon ein, das ist noch nicht diese Bank, auf die ich gleich auch noch kurz komme, hat China aufgelegt einen sozusagen eine Art bilateralen Fonds, wo sie knapp 3 Milliarden, etwas über 3 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen für vor allem, so sagen sie, Anpassungsprojekte in anderen Entwicklungsländern, wo sie sozusagen aus, sagen, okay, aus Solidarität. Und wir müssen uns da nichts vormachen, auch aus ganz klarem Eigeninteresse, was seine eigene globale Rolle angeht natürlich, solche Projekte quasi dann auch unterstützend umsetzen und so. Jetzt kann man so herbeireden, dass China eventuell vielleicht sozusagen auch eine Lücke der USA übernehmen könnte. Das wird ja sowieso kolportiert, dass wenn die USA jetzt im Klimaschutz schwächeln wegen Donald Trump, dass dann China vielleicht der neue globale Führer oder Leader oder wie man das nennen soll, eine Führungsrolle übernehmen wird. Da würde ich wirklich vorwarnen, weil die selber zwar sagen, wir stehen zu dem Abkommen und wir stehen auch dazu, was wir unter dem Abkommen machen wollen, also unseren eigenen Klimaschutzbeitrag, da bleiben wir dabei. Aber der ist jetzt ja nun auch nicht wahnsinnig ambitioniert, sondern entspricht auch den wirklichen ganz handfesten wirtschaftlichen Interessen von China. Also da sollte man sich nichts vormachen. So wichtig es ist, dass sie signalisieren, dass sie gedenken, dieses Abkommen weiter zu unterstützen und auch die USA aufrufen, dabei zu bleiben und so weiter. Was die Bank angeht, falls Sie jetzt meinten, die Asiatische Infrastrukturentwicklungsbank, genau, danke. Das ist ja in der Tat so ein bisschen so als Gegenmodell gedacht, mit mehr Kontrolle durch eigentlich im Wesentlichen die Schwellenländer natürlich und China ganz vorne. Die kämpfen gerade darum, die entwickeln nämlich gerade ihre Energiestrategie. Also wo, in welche Investitionen wollen sie reingehen als sozusagen Entwicklungsbank im Energiesektor. Und da ist die Debatte natürlich sehr stark. Wird da drin stehen, wir werden nicht in Kohle investieren oder werden wir es eben doch tun? Und da tut sich China auch sehr schwer, eine klare Anti-Kohle-Position zu vertreten. Oder um genau zu sein, China ist eines der Länder, weswegen es schwierig ist, das durchzusetzen. Deutschland sitzt da auch mit drin und verhandelt da auch mit und versucht da starken Text sozusagen reinzugeben, dass Kohle eben nicht finanziert wird. Sieht aber auch, aber unsere Partner, vor allen Dingen in den Schwellenländern, die wollen das nicht. Die wollen das nicht so per se ausschließen. Die sagen zwar, nachhaltige Energieform, Pariser Abkommen, da stehen sie alles dazu, aber den harten Schritt zu vollziehen und zu sagen, diese Bank wird nur noch Energieprojekte finanzieren, die im Einklang mit den Pariser Zielen stehen. Diesen Schritt wollen sie halt nun auch noch nicht gehen. Jetzt hatten wir noch eine Wortmeldung da hinten rechts. Mein Name ist Erich Pawlik, also ich bin beratender Ingenieur, beschäftige mich im Moment mit Digitalisierungsstrategien, also ist eigentlich eher für morgen. Ich habe aber in der Vergangenheit ein paar Jahre für einen Risikokapitalgeber gearbeitet. Also mich da der im Zusammenhang mit den Investitionsfragen interessiert mich zum Beispiel, dass zum Beispiel in Pensionsfonds in USA und in Großbritannien, auch eine Reihe von anderen Ländern, jede Menge Geld liegt,
was halt für die Altersversorgung von den dortigen Arbeitnehmern halt irgendwo dort gesammelt wurde, weil die dort werden Renten halt über privatwirtschaftliche Instrumente finanziert. Gibt es Überlegungen, wie man zum Beispiel diese Mittel zum Beispiel für Klimaprojekte im globalen Süden mobilisieren könnte? Und was wären so Rahmenbedingungen, die man dafür schaffen müsste? Wer von Ihnen, Herr Kaiser? Ein Aspekt, der damit einspielt, und ich kenne mich jetzt nicht mit den Pension Fund Investment Strategien in Nordamerika aus, aber ein Aspekt, der damit einspielt, ist auch wieder, jetzt komme ich immer wieder zurück auf diesen Punkt des transformativen Wandels. Also es gibt mit Sicherheit Projekte im Klimaschutzbereich, wo die Technologie bekannt ist, wo die Technologie sicher ist, wo man sagen kann, das wären sichere Investments. Weil für diese Fonds ist ja genau das entscheidend. Das ist mein Verständnis, dass diese Investments sicher sind. Also wir will ja nicht, dass die Pension irgendwo flöten geht. Das ist die eine Seite der Medaille. Da ist es sicherlich vorstellbar, dass es grüne Klimaschutzprojekte gibt, die mit der entsprechenden etablierten Technologie da ein Forum bieten könnten. Und meines Wissens ist speziell in diesem Bereich der Green Bonds, also dieser grünen Anleihen, wird auch da in diese Richtung so ein bisschen gedacht. Also das ist ja auch ein Markt, der sehr stark wächst. Das ist die eine Seite. Die andere Seite in diesem Klimafinanzierungskontext, auch so im Kontext GCF, hatte ich ja gesagt, dieser Gedanke von transformativen Projekten, wie sehen die aus? Ich denke, viele Leute denken da, wo das noch nicht genau klar ist, denken auch an innovative Technologien. Und denken an, okay, was könnte da kommen, was ist, welche Technologie ist da um die Ecke, die genau diese Veränderungen auf so einer großen Skala herbeiführen könnte. Und diese Technologien sind noch nicht bekannt oder sind teilweise bekannt, aber es gibt Technologien, wo man noch nicht weiß, dass es die gibt oder geben wird. Und dann ist natürlich die Frage, will man in solche Themen diese Gelder investieren? Und da ist dann wahrscheinlich die Antwort wahrscheinlich eher nicht, weil sie einfach zu risikobehaftet sind. Das ist so ein bisschen meine Perspektive zu dem Thema. Also hier vorne ist noch einmal eine Frage. Der Herr hat sich schon länger gemeldet. Klaus Drescher, Ökonomie und Kirche. Ich habe eine Infragestellung, aus der man aber jede Menge Fragen ableiten kann. Und zwar, meine Infragestellung ist, ob ein bisschen themenübergreifend, ob die sozial-ökologischen Stiftungen genügend mit Seelsorgern kooperieren. Frau Ewer hat gesprochen von kontraproduktiven Exportprodukten, die dann bei uns landen. Ich weiß nicht, ob alle im Blick hatten, was im Extremfall da mit gemeint war, wenn nicht Militärprodukte. es gibt Länder, die ausschließlich Haschisch, Marihuana und Tabak herstellen. Gerade auch Tabak, das ist ein Produkt, was in der Konsumeranwendung, nicht in der medizinischen, jede Menge Nachteile hat und überhaupt keine Vorteile. Vielleicht nochmal konkret die Frage zum Thema. Ich gehe nur auf den Punkt von Frau Ewer ein. Da gibt es dann also Länder, wenn die nur Tabak herstellen, die sagen, liebe Länder dort in Europa, kauft doch mehr Tabakprodukte ein. Ich finde das echt extrem kontraproduktiv. Also man sollte eher davon wegkommen, dass man so einen Dreck verkauft überhaupt in unseren Ländern, damit die Leute auch ein bisschen gescheiter werden und nicht an den Süchten hängen bleiben, ne? Kompensatorisch. Dann haben wir auch mehr Publikum hier. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Vielleicht nochmal zur Politikkohärenz. Genau, Frau Bolling-Schröter, vielleicht können Sie da nochmal was zu sagen. Ja, also mir ging es jetzt erstmal um fossile Rohstoffe, also Kohle, Öl und so weiter. Da sind wir uns einig über die Laufzeit. Soziales muss ich jetzt nicht nochmal reden. Auch über Dinge, die aus den Industrieländern importiert werden, um dort eben die Wirtschaft kaputt zu machen. Tabak könnte man, wenn man die Kraft hätte, was anderes auf den Feldern produzieren. Zum Beispiel. Und zur Frage Cannabis, da kann ich mir viel vorstellen, denn wir in Deutschland wünschen uns eine Legalisierung von Cannabis, zumindest ein Teil. Und vor allem glaube ich, dass es notwendig ist, für Europa medizinisches, überprüftes Cannabis herzustellen für Schwerkranke, für Schmerzpatienten. Und das wäre eine sinnvolle Sache, um den Ländern sogar Gelder zur Verfügung zu stellen. Das wird auch noch ein weiter Weg, wie viele Innovationen, aber ich denke, das wäre möglich. Ja, super, vielen Dank. Vielleicht nochmal die Dame da hinten. Ja, hallo, mein Name ist Emma Kreibig, ich studiere auch Politikwissenschaften, arbeite beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland und war für die Heinrich-Böll-Stiftung auch in Brasilien. Und ich wollte nochmal dieses Thema nachhaltige Entwicklung ansprechen, weil Nachhaltigkeit hat ja auch soziale und andere ökologische Aspekte, also Thema Biodiversität zum Beispiel. Und das Problem ist ja, dass in der ganzen Klimapolitik auch viele Technologien finanziert werden, die zum Beispiel, also Thema erneuerbare Energien, es wurde ja auch das Thema Wasserkraftwerke zum Beispiel angesprochen, die zwar besser für den Klimaschutz sind, aber andere Aspekte wie die lokale Bevölkerung oder ökologische Aspekte außen vor lassen. Und jetzt sehe ich das Risiko, dass halt zum Beispiel mit dem Green Climate Fund oder auch anderen Finanzierungsmechanismen eben diese anderen Aspekte nicht einbezogen werden. Das war die Frage an Herrn Kaiser, wie man das vielleicht umgehen kann. Ja, das ist in der Tat eine große Herausforderung. Speziell, was wir bei uns im Programm sehen, ist es oft in dem Kontext, dass wenn Organisationen in Entwicklungsländern sich, hatte ich vorhin von gesprochen, für diesen Fonds akkreditieren lassen wollen, dass sie, wie gesagt, durch unterschiedliche Kriterien erfüllen müssen. Und ein Teil dieser unterschiedlichen Kriterien sind die Environmental and Social Safeguards, also quasi die Umwelt- und Sozialstandards. Und wir sehen quasi, dass das ist für viele Organisationen, das beinhaltet unter anderem die Themen, die Sie genannt haben. Es beinhaltet auch Themen wie indigene Völker, es behindert Themen wie Health and Safety, Biodiversität, weitreichendes Feld. Und wir sehen, dass viele Organisationen, die diese Akkreditierung beim GCF anstreben, genau an dieser Stelle, dass ihnen dort Erfahrungen fehlt und dass sie nicht die nötigen Prozesse in ihren Institutionen haben, um dort wirklich sagen zu können, wir sind mit diesen Prozessen und Herausforderungen vertraut, wir sind mit den Risiken vertraut, wir können die auf gewisse Art und Weise managen oder können die kontrollieren oder wie auch immer. Das ist eine besonders große Baustelle, sage ich jetzt mal, bei diesen unterschiedlichen Institutionen. Das ist jetzt ein konkreter Ansatzpunkt, wo zum Beispiel auch wir mit unserem Programm versuchen, diese Institutionen zu stärken in Bezug auf diese Standards, in der Hoffnung, dass da eine Unterstützung für diese Aktivitäten in dem Umfeld stattfinden kann. Ja, dann noch eine letzte Frage. Theo Rauch, habe mal fürs SLE gearbeitet. Ich habe einen Aspekt, der mir unterbelichtet blieb, die Frage der sozialen Inklusion, sowohl bei Mitigation als auch bei Anpassungsmaßnahmen. Das ist für mich jetzt nicht einfach nur so ein soziales Anhängsel, sondern wenn man sich anschaut, dass 30% oder mehr der Emissionen aus Landwirtschaft kommen. Wenn man sich anschaut, dass 90% der landwirtschaftlich genutzten Flächen in Subsahara-Afrika von Kleinbauern bewirtschaftet wird, dann ist die Frage, leave no one behind, also soziale Inklusion, nicht nur eine soziale Frage, die die Berücksichtigung irgendwelcher Minderheiten betreffen würde, sondern es betrifft
die große Mehrheit derer, die vom Klimawandel betroffen sind, und es betrifft die große Mehrheit derer, die zu Klimawandel nicht ganz unsignifikant beitragen. Insofern ist zu den vielen Herausforderungen, die Sie hier schon dargestellt haben, also wie kommen Länder, wie kriegen Länder überhaupt Zugang zu den diversen Funds, ist die noch größere Herausforderung ja immer, wie bekommen Maßnahmen, die sich auf kleinbäuerliches Landmanagement beziehen, auf kleinbäuerliches Waldmanagement, wie bekommen solche Maßnahmen Zugang zu diesen Fonds? Also das scheint mir jetzt, man sagt ja immer, es wird zu schwierigen Problemen immer noch was draufgesattelt, und das kommt ja auch noch mit der sozialen Frage. Nee, die soziale Frage betrifft fast alle Ressourcennutzer und alle Verursacher und alle Betroffenen. Kleine Anmerkung noch zu Ihrem Punkt, Herr Kaiser, mit der Überlappung zwischen Entwicklung und Anpassung. Also ich würde da sehr offensiv argumentieren wollen und sagen, wir haben auf der einen Seite das Problem, dass niemand mit dem Wort Anpassung was anzufangen weiß und es ganz schwierig ist, da was genehmigt zu bekommen. Wir haben auf der anderen Seite aber das Problem, dass es Hunderte, Tausende von Maßnahmen gibt, zum Teil staatlicherseits, zum Teil von lokalen NGOs, die seit Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten sich bemühen, im Bereich Sustainable Land Management, im Bereich Agroforestry etwas zu machen, was noch bevor man von Klimawandel gesprochen hat, die Bedingungen von Minderung und die Bedingungen von Anpassung voll erfüllt. Die beiden Enden muss man zusammenbringen. Das kann man nicht als Etikettenschwindel diskreditieren, wenn solche Entwicklungsmaßnahmen nun endlich eine Finanzierung, eine öffentliche Finanzierung unter dem Motto Klimawandel erreichen. Ja, Herr Kowalz, ich wollte gerne darauf antworten. Ja, auf den, was Sie zu Anfang gesagt haben. Ich finde, man muss sich schon vorher gegenwärtigen, die Emissionen in der Landwirtschaft, die Treibhausgasemissionen, die kommen primär aus der Agrarindustrie und aus der Fleischproduktion oder Futtermittelproduktion. Das sind nicht die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Afrika, die die großen Emissionen erzeugen. Also, ist es trotzdem total richtig, dass man sich sagt, was ist denn eigentlich für den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Afrika? Denn die sind eigentlich die wichtig sind für die Ernährungssicherheit in der Region oder es sein sollten oder in die Lage versetzt werden sollten, es zu können. Und was die brauchen ist, die brauchen natürlich die Unterstützung zur Anpassung an den Klimawandel. Die Treibhausgase im Landwirtschaftssektor, da würde ich an die Agrarindustrie gehen und gucken, okay, wo müssen wir da Sachen verändern? Weil die sind es, die Kleinbauern sind für die Ernährung viel wichtiger als diese Agrarindustrie. Zumindest für die Menschen, die sozusagen, deren Ernährungssicherung bedroht ist. Also insofern ist es richtig, dass man gucken muss, wie erreiche ich oder wie können Kleinbauern und Kleinbauern in Afrika von der Klimafinanzierung auch profitieren, dass ihre Bedürfnisse erreicht werden. Das ist ganz eindeutig richtig. Aber es hängt da mehr mit Anpassung an den Klimawandel. Also wie kann ich diese Menschen in die Lage versetzen, Einkommen mit ihren, mit ihren kleinen Betrieben oder Höfen oder auf ihren kleinen Feldern Einkommenssicherung zu betreiben, Nahrungsmittel zu produzieren für sich selbst, für die lokale Bevölkerung und dergleichen. Und das eben durch den Bereich Anpassung. Ja, vielleicht noch eine ganz kurze Frage, falls jemand eine schnelle Frage hat. Vorne. Mein Name ist Jessica Agüero von den SLE. Und es wurde schon von hier gesprochen, 30% der Emissionen kommen von der Landwirtschaft, aber 65% der Emissionen kommen von großen Konzernunternehmen. Und da richte ich meine Frage an Frau Bullinschlotter, ist, inwieweit sehen Sie die Konzernverantwortung an den Klimawandel widerspiegelt und der, wie in der jetzigen Finanzierungsstruktur? Ja,
Als Linke sehe ich natürlich die Konzernverantwortung und da gibt es viele Konzerne, die maßgeblich auch CO2-Ausstöße zu verantworten haben. Und ich habe vorher schon gesagt, freiwillige Selbstverpflichtungen bringen eben nichts, sondern wir brauchen Ordnungsrecht. Ich halte das für dringend notwendig. Man bräuchte auch ein starkes Produkthaftungsrecht. Es gibt auch so eine Designrichtlinie auf EU-Ebene, die sich damit befassen. Aber im Endeffekt ist es doch so, dass zum großen Teil produziert wird, ohne auf CO2-Ausstöße und so maßgeblich zu gucken. Und da müsste natürlich geguckt werden, aber das ist nur die eine Sache. Es gibt noch zwei andere Dinge. Ich habe schon gesagt, Ordnungspolitik, sie müssen zur Verantwortung gezogen werden. Aber die Gesellschaft muss auch überlegen, wo ist die eigene Verantwortung? Muss ich alles kaufen, was es gibt, sage ich jetzt mal. Vielleicht klingt das ein bisschen hart, dann müsst ihr das sagen. Aber ich denke schon, dass wir über unseren Konsum nachdenken müssen, dass wir diskutieren müssen in dieser Gesellschaft, was heißt Wirtschaftswachstum. Das ist sicher anders in Europa oder in Industrieländern wie in Ländern der dritten Welt. Muss jeder Mist überhaupt produziert werden? Das ist eine Aufgabe für die Zukunft und das ist nicht einfach. Und jede Partei, die das so offen ausspricht, verliert natürlich auch Wähler, weil Leute sagen, wir wollen ja alles kaufen können und Konsum über alles. Und ich denke, eine zukünftige Politik, die auch perspektivisch ist, muss solche Dinge auch mitdenken und denken, wie konsumiere ich hier, was passiert mit den Menschen am anderen Teil der Erde, wie verhalte ich mich. Also beide Dinge müssen passieren. Ja, vielen Dank an die Zuschauerinnen und Zuschauer für die interessanten Fragen und auch für das aktive Zuhören natürlich. Zum Schluss, wir haben jetzt noch wenige Minuten, möchte ich noch einmal das Wort an die Referenten geben und ganz konkret und ganz kurz den folgenden Satz zu beenden. Der wichtigste zukünftige Schritt, um der Finanzierung von Klimaschutz und Anpassung zum Durchbruch zu verhelfen, ist Herr Kowalczyk. Der wichtigste Schritt, also ich suche mir jetzt eine Sache raus, weil sie ja, es gibt mehrere wichtige Schritte, aber ganz konkret in den nächsten 2 Monaten, weil wir haben jetzt, das wurde ja schon angesprochen, der G20-Gipfel kommt, dort könnten die G20, jetzt jenseits der Fragen ihrer Legitimität, könnten sich die G20 verpflichten, bis spätestens 2025 ihre fossilen Energiesubventionen komplett abzubauen. Das steht im Moment, steht das sozusagen, ist das auf dem Tisch, so eine Deadline reinzuziehen. Dass es an sich passieren wollte, haben sie schon 2009 beschlossen. Das ist ein alter Hut. Wenn sie nur das bestätigen, haben wir nichts gewonnen. Aber wenn sie sich dazu entschließen würden, zu sagen, wir tun das jetzt auch konkret und zwar bis 2025, dann wäre schon viel gewonnen. Hinzu kommt dann noch vielleicht eine weitere Sache, die an die Bundesregierung geht, die dann dringend mal nachgucken müsste, was wertet sie eigentlich als Subvention und was nicht. Weil ein Großteil dessen, was de facto eine Subvention ist, wertet die Bundesregierung gar nicht als Subvention, weil zum Beispiel kein Steuergeld fließt oder dergleichen. Ist aber in Wahrheit natürlich schon eine Subvention. Aber ich würde sagen, für die nächsten 2 Monate fände ich das, wäre das das Wichtigste. Super, danke. Frau Bolling-Schröter. Ja, der wichtigste Schritt wäre eine Tobin-Steuer, also Geld zur Verfügung zu rekrutieren. Dazu gehört für mich auch die Senkung der Rüstungshaushalte, um das Geld zu nehmen. Und ansonsten unterstütze ich Jan, weil das ist also sehr logisch, was er gesagt hat. Und das muss man unterstützen, diesen Ausstieg. Und Herr Kaiser. Aus meiner Perspektive jetzt mit dem Blick der Entwicklungsperspektive oder Entwicklungsländer, denke ich, aus meiner Perspektive ist der entscheidende Schritt, wirklich Kapazitäten in den Ländern zu stärken oder dass Länder ihre Kapazitäten stärken, damit sie selber Zugang zu diesen internationalen Mitteln bekommen und diese effektiv und effizient anwenden können. Ja, vielen Dank an die Referenten für diese aufschlussreichen Statements und natürlich auch für die lebhafte Diskussion. Wir haben jetzt heute das Thema Geld regiert das Klima, Finanzinstrumente im Klimaschutz als Chance oder Bürde für nachhaltige Entwicklung diskutiert und haben am Anfang angefangen mit der Funktionsweise dieser Finanzinstrumente auch hinsichtlich der Wirksamkeit auf Bezug des 1,5-Grad-Ziel und haben dann jetzt im zweiten Teil der Diskussion nochmal vor allem die Bedeutung auch für den globalen Süden herausgearbeitet, den Zugang zu Geldern, verbundene Problematiken, das Thema Klimagerechtigkeit angesprochen, sind auch mal auf Klimaschutz und Anpassung gekommen
und haben dann auch kurz die Überschneidung von Klima- und Entwicklungspolitik angesprochen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Zuschauern natürlich, bei den Referenten. Ich möchte noch ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Viele wissen es ja auch. Im Anschluss um 15.30 Uhr gibt es noch eine weitere Veranstaltung mit dem Thema Braucht Afrika einen Marshallplan? Chancen, Risiken und Herausforderungen einer Partnerschaft im Wandel. Und auch morgen gehen wir dann in die zweite Runde. Ab 9 Uhr geht es um das Thema Smart New World, Digitalisierung als Utopie oder reale Möglichkeit für ländliche Entwicklung. Dann noch ein letzter Hinweis. Sie sind sehr eingeladen, diese Veranstaltung zu evaluieren. Da vorne liegen Evaluierungsbögen aus. Und genau, das wäre es von uns. Vielen Dank für Ihr Erscheinen. Einen schönen Tag. Vielen Dank. Schöne Mittagspause.